Hallo? Ja, bitte. Hey, könntest du mal aus dem Auto aussteigen? Was ist denn los hier? Kannst du mal aus dem Auto aussteigen? Okay, ich habe den gerade abgezogen von so zwei Idioten. Wie sahen die Idioten denn aus? So wie ihr. Von wegen? Weißt du, ich habe heute einen guten Tag, sonst würde ich dich laufen lassen von Montchilia drunter, ja? Darum, wir nehmen einfach das Auto und du kannst von hier zum Wölfepark zurücklaufen, ja? Okay, Mann. Scheiß auf euch, Motherfucker. Wie? Entschuldigung. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich mach mich vom Steig mal ein, Acker. Kollege. Steig mal ein, Ich habe Kollege. gesagt, ich mach mich vom Steig mal ein. Acker. Okay. Dame, dann. Wieso hast du so eine große Fresse eigentlich? Ich habe keine große Fresse, ich habe nur gesagt, ich mach mich von Acker. Motherfucker. Nein, von Acker. Motherfucker? Nein, ich habe gesagt, ich esse Kacker. Das glaube ich dir sogar tatsächlich. Ja, aber nur montags und donnerstags. Ja, zum Glück ist heute Montag. Oh, Zeit für Kacker. Ja, nicht schlecht. Was machst du sonst in deiner Freizeit außer Kacke fressen? Hey, halt deine Fresse, du Arschloch! Wie? Ich hab gesagt, ich hab in Okay, meiner ich Hose ein zeig dir jetzt, Loch! was für eine. Ich zeig dir jetzt, was für eine Scheiße du fressen willst, ja? Nein, bitte nicht! Mann! Komm mal mit, Kackefresser. Sag sowas nicht, das ist keine Beleidigung. Ja, warum sagst du, dass du Scheiße frisst? Das ist richtig ekelhaft, ich schwöre, das ist ekelhaft. Weil du Pipi trinkst! Oder? Warum bist du so, sag mal? Erst klaust du unser Auto. Ich Ja, sag ich dir hab's doch, von ich hab zwei heute einen Leuten guten Tag. Ich abgezogen. lass dich. Ich lass. Ich schick dich nicht mit dir, Bruder. Ja. Kennst du vielleicht einen Alfred Soprano? Hey Arschloch, ich rede mit dir. Hallo. Warte, Dumme, bist du da? Der Opfer ist weg. Der hat ein bisschen Kopfschmerzen. Okay, Okay. kommen wir so hin. Warum klaust du unsere Autos? Die haben zu mir gesagt, du Glatzkopf, und ich habe gesagt, Schnauze, sonst klaue ich euer Auto. Und dann habe ich das Auto geklaut. Also willst du mir sagen, meine Jungs beleidigen ohne Grund hier? Nee, nicht ohne Grund. Ich habe sie davor angepinkelt. Wie, du hast meine Jungs angepinkelt? Aus Versehen. Sie sind in den Strahl reingelaufen. Okay, also du pinkelst meine Leute also. Ich habe gesagt, geht da nicht lang, ich pinkel da runter. Und die haben gesagt, ich gehe lang, wohin ich will. Und ich habe gesagt, okay, aber ich pinkel weiter. Und sie so. Ich wurde angepinkelt. Also du Glatzkopf pinkelst meine Leute an. Jetzt sagst du auch Glatzkopf. Ja, du hast doch eine Glatze. Ich gehöre auch zu euch. Ich kann auch eure Sprache. Sie, 19. Dann gehörst du aber nicht direkt zu uns. Okay. C19? Ist das nicht italienisch? 19 ist ja nicht italienisch. C natürlich, aber 19? Oh, Muss ich schade, ich schon. hab's von jemandem gelernt. Und wem hast du denn gelernt? Ah, da Von ist euren er. Leuten. Ah, da ist er wieder. Buona. Die Leute sagen. Banansera. Wer hat das denn gesagt? Buonasera, ja. Ja, richtig. Egal, kommen wir zu der ernsten Sache, ja. Bitte pack den Zahnstocher weg. Boah, ich glaube, du musst dich mal mit diesem Zahnstocher mal einen Finger abschneiden oder so. Nee, Ja, das du kann hast ich. große Fresse. Das kann ich hier damit machen. Er frisst Scheiße mit seiner großen Fresse, das ist crazy. Mit was kannst du es machen? Damit geht's Was für die besser. Scheiße, Ich habe nichts gemacht, ich wollte es euch nur zeigen. Ey, warte, was sind die Kannst du wieder Scheiße? wegpacken? Von euren Leuten abgezogen. Wie von unseren Leuten abgezogen? Entschuldigung, die hatten so viel dabei, ich habe denen alles weggenommen. Ah, das ist crazy, dass du sich sowas überhaupt traust, ne? Ja, das waren voll die Stupidos. Warte mal, wie, weißt du, wie die Leute hießen? Ich habe die einfach Opfer 1 und Opfer 2 genannt. Jungs, wer hat sich von so einem Opfer abziehen lassen? Nein, die waren ja die Opfer, weil ich denen das Auto geklaut habe. Wer von euch hat sich das Auto klauen lassen? Ich glaube mal, der hat Lust, irgendwas auf den Kopf geritzt zu bekommen, oder? Rein, bist du das? Wer ist rein? Ey, Pate, Francie, kommt mal hier in die Metzgerei. Schon gut, rein hat eine viel schönere Stimme. Wer ist rein? Rein Was in deinen für rein, Arsch! Alter? Wie rein in meinen Arsch, ey? Entschuldigung, ich hör auf. Das ist crazy, ja. Nee. Geht auch so nicht mehr weiter, ja? Kennst du Fasmo? Wie bitte? Kennst du Fasmo? Phobia? Nein, Fasmo Mayan. Was? Du Schanki! Schanki, Alter. BOD, Dankeschön. Soll ein Schanki sein. Jemand, der Crack raucht und so Guck mal, aussieht wie Junkies kennst du er. diese Hoovers nennen und Ballers, ja? Aber uns nicht. Die Hoovers und die Ballers haben mir geholfen. Bei was? Die haben mir Waffen Beim gegeben. Eierlecken? Also. Was? Nee, das haben deine Leute gemacht, gegenseitig. Ich hab sie gezwungen. Ich so, Oh, geil, hey, tut mal das. Und die so, ja, okay, ich mach's. Hey, ich hab eine Frage an dich. Ding, wie alt bist du eigentlich? Wie viel Eier nimmst du im Mund? Was? Wie alt bist du eigentlich? Wie viel Eier nimmst du im Mund? Das habe ich jetzt bestimmt nicht gehört. C19. 19, 19. Aber ich will kein Date mit dir. Ich habe kein Interesse. Nee, du bist mir auch zu jung tatsächlich. Wer ist hier der Patron? Das bin ich und das nennt man bei uns Don. Ah, Ja, ich weiß nicht, wo du Don. herkommst. Döner oder was? Donner? Donner kannst du essen, ja. Okay. Darf ich dich Döner nennen? Nein, das nicht. Hey, aber da du gerne Scheiße frisst, kannst du dich gerne mal da kurz reinstellen, ja? Ich brauche ein Bild von dir. Okay, wenn ich Scheiße esse, muss ich anfangen.
Das ist wirklich verrückt, Mann. Das ist wirklich verrückt. Aua! Mann, Entschuldigung. So kleiner Waui. Ja, genau so. Mag ich mir jemand auf den Kopf scheißen? Nein, bitte nicht. Er ist so kacke immer auf den Kopf. Auf gar ja, Fall. Das ja. So, kacke immer auf den Kopf, Mann. Der mag Scheiße. Warte, lass mich wenigstens den Mund aufmachen. Ja, lass den Mund aufmachen. Oder nein, weißt du was? Die zwei, wo das Auto verkackt haben, die sollen eigentlich den auf den Kopf scheißen. Ich kann nicht in seinen Mund kacken. Du musst ihm einfach nur auf den Kopf kacken, Digga, hä? Ich kann nicht in seinen Mund muss? Kacken. Ist deine Hose runter und kackst ihn in den Mund? Er verweigert die Aussage von seinem Dörner. Was habt ihr denn gemacht? Ihr steht hier also mit Messer und wollt mir in den Mund kacken? Sei mal leise, wir müssen kurz überlegen, wer dir in den Mund kackt. Entschuldigung. Ich kacke nicht in den Mund, Jungs. Ich muss nicht scheißen. Wie, du musst nicht scheißen? Ich muss nicht scheißen, Jungs. Was soll ich machen? Ja, machst du doch dann. Auf keinen Fall. Ich muss auch nicht kacken, Alter. Also Ned Stark hat seine Sachen immer selber gemacht. Ja, aber das ist wirklich ekelhaft. Ey, Sula, kannst du kacken gerade? Was? Was meinst du? Kannst du gerade kacken? Musst du gerade scheißen? Ich hab Fluflu. Du hast Fluflu? Ah, das ist ja gut. Gut, was ist ein Fluflu? Gott, das Sprüche ist, mein Bruder. Nein, 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 kein Fluflu. Ich hab gesagt Hunger, kein Trinken. Oh, fast voll trinken. Kennst du diese flüssige? Das kommt gleich. Ihr Neongelb, deswegen Nebelast. Boah, aber das ist schon. Boah, das ist wirklich okay, eklig. Weiß. Ja, okay, okay, ich entschuldige mich. Und ich gebe euch eine Entschädigung. Okay. Was für eine Entschädigung? Was für eine Entschädigung? Ihr Motherfuckers! Oh, ist gar nichts passiert. Okay, Entschuldigung. Hast du einen geistigen Schaden? Was ist das? Okay, Entschuldigung. Was bist du für ein Psychopath? Das war nur ein Zaubertrick. Pack das weg. Okay. Das ist einfach Spielzeug. Er flext mit Schießen. Warum gehen die nicht? Warum habt ihr überhaupt Granaten? Das war keine Granate, das war ein Spielzeug. Oh mein Gott. Weicht doch langsam, ja. Maria, was soll das? Wer ist Maria? Oh, Entschuldigung. Okay, oh, kommen wir nochmal zu der Sache, ja? Du klaust nie wieder Autos von uns. Okay, ich schwör auf deine Mutter, ich mach das nicht mehr. Wie auf deine Mutter? Warum auf seine, hä? Was sollen die Scheiße? Wieso soll ich denn auf meine schwören? Keiner hat gesagt, dass du auf meine Mutter überhaupt deine Mutter schwören sollst. Dann schwör ich auf unsere alle Mutter! Heilig? Hä? Ja, wir sitzen alle im Boot hier. Meine Mutter ist heilig. Okay, Entschuldigung an eure Matris. Warte mal, heißt Matri nicht auf Spanisch, Mama? Heißt Matri ehrlich, Mama? Ich weiß nicht, ob Matri Mama heißt. Voll keine Ahnung. Schon nicht. Egal, scheiß drauf. Auf Italienisch heißt das Mamma Mia. Nein. Ja, wie dann? Wer bist du, dass du mir jetzt Italienisch beibringen willst? Ich bin ein Niemand. Das ist scheiße, Mann. Gut, ganz einfach. Ich will eine Entschuldigung von dir hören. Entschuldigung. Du wirst kein Auto mehr von uns klauen. Und das nächste Mal, wenn ich dich wirklich aus dem Auto einfach bitte, du kannst laufen, dann nimm das doch einfach an. Warum sagst du Motherfucker? Und ich sag nie wieder, dass du ein Motherfucker bist, okay? Stein, ich sag wirklich nie wieder, dass du ein Motherfucker bist. Und ich sage auch nicht mehr, du Arschloch. Hallo, Glatznali? Ja? Hallo? Hey. Hallo? Scheiße, man hört mich nicht mehr. Hallo? Oder geht's gut? Ich glaube, ich habe einen Crash. Warte, Bruder, ich glaube, der hat gerade Trauma von diesem Motherfucker. Ist Freeze. Er hat ein bisschen Schock. Ich krieg einen Anruf. Nee, Freeze. Ja. Yeah. Oh. Hallo? Für jeden. Scheiße, ich muss nochmal neu. Nein! Digga, was geht hier ab? Bin ich auch da, Chat, ja. Ne? Hörst du uns? Hallo? Let's go. Boah, das kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ey, Bruder, ich hab. Oh mein Gott, mein Akku war leer. Ich hab hier irgendwie so ja, Entschuldigung, Mann. Warte kurz. Okay. Scheiße, meine Maus-Akku war leer. Hast du gehört, was mein Don zu dir gesagt hat? Ja, ich sag nie wieder, du Arschloch. Und ich sag auch nicht mehr, ihr Motherfucker. Ja, das will ich nicht. Ja, hören. Mann, ich sag nie wieder Motherfucker. Wieso lässt du den überhaupt dein Auto klauen? Nein. Guck mal, wir waren ganz schön am Reden. Ja, am Reden. Weil der meinte, ob wir Italienisch können, haben wir mit dem geredet. Auf einmal, er klaut unser Auto. Stimmt das, dass du gesagt hast, C19? Ich? Nein. Ich Wer dann? Fratello. Das war Jeff. Du verpetzt einfach deinen Freund, Jeff? Warum verpetzt ich? Er hat's doch gesagt, oder? So stimmt. Ja. Warum kannst du eigentlich nicht mal die Backen halten, wenn ich mit ihm rede? Bitte, bitte, sei kurz. Ja, halt mal deine Fresse, wenn er mit mir redet. Ja, was? Du hast doch gerade... Oh, du hast es nah beieinander, mein Bruder. Oh, Entschuldigung, ich dachte, du meinst ihn, Mann. Halt dein Maul jetzt! Ich halt mein Maul! Warte, warum lässt du deinen Drifter klauen jetzt? Sorry. Ja, das ist so passiv, wie ich gerade gesagt habe. Nein, dann Pech, jetzt musst du ihm in die Fresse. Erzähl ihm mal, dass du auf den Strich gegangen bist. Ja. Ich muss nicht. Wie, du bist auf den Strich gegangen? Ich schwör, er ist wirklich auf den Strich gegangen. Frag ihn! Hören tut man nicht, ja? Was? Frag ihn! Bist du auf den Strich gegangen? Ich bin auf der Straße gegangen. Ich weiß nicht, was er mit Strich macht. Was hab ich gesagt mit dieser geradeaus Linienstrich? Weiß ich nicht, ja. Ich dachte, du hast gesagt, du lügst nicht. Ich lüg doch nicht. Ich bin dann sag die Wahrheit. Ich bin auf einen Streifen gegangen. Warte, ich bin auf einem Streifen. Warte. Auf einer Straße. Und du mein Auto geklaut hast. Warum? Ja, und ich hab dich verarscht. Ich hab gesagt, geh mal auf den Strich. Und du so, okay, Mann. Und ich so, ja, Mann, hab dein Auto gesagt, genommen. Nein, lass euch von so einfach. Okay, was hab ich gesagt? Du hast gesagt, lauf dem Streifen entlang. Und jetzt frage ich dich, wieso hast du das gemacht?
Ja, warum nicht? Warte, du wurdest von einem Glatzkopf verarscht. Guck mal, ich wurde nicht verarscht, okay? Sondern? Ich war einfach nett. Wieso wurdest du verarscht? Ey, warum schießt die jetzt alle gegen mich? Ja. Aber hey, warum gehst du auf den Strich, Mann? Du lässt dich von so einem. Ey, guck mal, du redest abziehen. Nicht, wenn ich mit dir rede, ja? Okay, Entschuldigung. Ich sag auch nicht mal ihr Motherfucker. Ey! Ich sag's nicht mehr, hab ich gesagt! Ey, muss ich dir eine Backpfeife geben? Nein, sagst bitte nicht. Dass ich treffe? Entschuldigung. Noch ein Wort, ich geb dir eine Backpfeife, okay? Oh, das ist tot. Ich halte das aus, meine Mutter sagt, ich bin stark. Deine Nase ist gebrochen. Ey, können wir nicht Mütter einfach rauslassen? Okay, ihr habt alle keine, ich hab eine Mama. Gut, okay, gut. Ja, gut. Dann kannst du dich bitte bei dem Herrn entschuldigen. Ja, los, entschuldige dich endlich mal. Nein, du bei ihm. Ach, ich? Ja, du bei ihm. Entschuldigung, Chef. Das wird nie wieder vorkommen. Es wird nie wieder vorkommen. Und dein Drafter habe ich geputzt. Und dein Drafter habe ich geputzt. Und voll getunkt. Und voll geschissen, getunkt. Getankt. Und du wolltest ihn gerade zurückbringen. Und ich wollte ihn gerade zurückbringen, ehrlich jetzt. Ehrlich. Wirklich. Nimmst du die Entschuldigung an, Patte? Nimmst du die Entschuldigung an, Patte? Oh, nimm ich die an? Was sagst du? Bitte, ja, bitte nimm sie an, Patte! Nimm an. Und jetzt küsst euch. Okay, komm. Ah, der hat meinen Mund eingesaugt. Ich dachte mit. Gut, dann mach den Namen und frei, dass er sich. Freimachen. Dankeschön. Ey, Jungs, auch. Ey, was hast du denn da? Ey, Jungs, hallo. Ey, was soll, was wollt ihr? Seid ihr dumm oder was? Man, verpisst euch hier raus. Hä? Was ist los? Nimm das aus der Hand. Oh, Entschuldigung, ich wusste das nicht. Okay. Das wusste ich echt nicht. Er hat C4 hat. Nein, das war kein C4. Das ist, ich arbeite im Zirkus. Das war doch Deko, so wie das gerade auch. Funktioniert alles nicht. Spielzeug. Ja, wenn das nicht Maria ist, ich weiß auch nicht, ne? Entschuldigung. Aber ihr seid voll die Gangsters. Wir sind keine Gangsters. Beleidige uns nicht. Beleidige uns nicht als Spinner. Wir sind. Auf diesem Niveau sind wir schon lange nicht mehr. Ja, ich weiß. Ey, wer hat mein Auto hier mitgebracht? Nein, ich mach nicht. Nein, ja gut. Komm, steig ein, ich fahr dich nach Hause. Okay, danke. Kein Problem. Ich komm hier irgendwie nicht rein. Wow, das ist ein schönes Auto. Kann ich hier jetzt einsteigen, was ist das hier? Stark. Mann, jetzt muss ich mit der da hinten sitzen. Hey. Hast du ein Problem bringt damit, oder was? Die nein, besser als mit diesen stinkigen anderen Opfern. Ich rede von den Hoover-Krebs. Die Hoover, die sind voll die Arschlöcher. Da musst du eigentlich mit dem noch reden. Ey, sollen wir die Hoovers angreifen? Jeff, ja. Wo bist du? Okay. Wir haben den, der uns verarscht hat. Waha, wir haben den, der uns verarscht hat. Ich hab euch verarscht. Guck mal, du bist leise da hinten, okay? Ja, okay, ich halt meine Fresse. Das wollte ich nicht sagen. Halt bitte deinen Mund, ja? Dankeschön. Bring mich zu den Hoovers. Ich werde die alle abstechen. Ja, okay, ich bring dich zu den Hoovers. Okay, ja? Bring mich zu den Hoovers. Ich stech die ab. Ja, okay. Er will zu Hoover. Ich bin jetzt einer von euch. C19. Er bringt zu Hoover. C19 hat es dir angetan. Er will ja die abstechen. Er nimmt uns Arbeit ab. Ey, ja. Guck mal, Glatzkopf. Ja, bitte? Wenn du mir den großen Penner von den Hoovers bringst, kriegst du eine Belohnung von mir. Oberpenner nennt sich das. Oberpenner, genau. Was sagst du nochmal? Wenn du mir den Oberpenner von den Hoovers bringst, kriegst du eine Belohnung von mir. Wie heißt du? Mein Name ist egal. Ey, warum sagst du meinen Namen? Weil er das gerade achtmal gehört hat. Wenn du mir den Oberpenner von den Hoovers, bringst, kriegst du eine Belohnung von mir. Glatzkopf, willst du den nochmal kennen, nochmal sehen, der sagt C19? Ist egal. Ey, warum sagst du meinen Namen? Glatzkopf! Ja, Entschuldigung, was ist eigentlich dein Name? Meiner. Ja? Ich heiße Patte Django, ja? Hallo, Kacke Django. Ey! Guck mal, bleib stehen, wohin? Bring mich zu den Hoovers, ich will sie abstecken, ich hab so viele Hass in meinem Herzen. Nein, nicht! Das ist hier Hoover. Crazy, ja. Warum schreist du? Hier kannst du. Er schreit einfach. Hier kannst du. Sind die Hoovers hier? Ja. Kannst du suchen, sind da hinten. Lauf da nach hinten. Du musst runterlaufen, ja? Wo runter? In welche Richtung runter? Geradeaus oder links oder rechts? Geradeaus. Da? Geradeaus. Ja, ja, lauf, lauf. Okay, danke euch, liebe euch so viel. Digga, ich schwör's dir, das war einfach eine Kopie von Maria. Maria Messina! Wo sind die Hoovers? Mann, ich kann nicht mehr sammeln. Hey, Hoovers, habt ihr mal eine Minute? Hallo? Hallo? Ich brauche mal einen von den Hoovers, der was zu sagen hat. Hier irgendeinen von euch, was er verkann. Bruder, komm mal mit am besten. Okay. Ja. Man, nicht Jay. CJ. CJ, okay. Ich habe eine Aufnahme hier für euch. Ich spiele sie ab über mein Telefon. Wenn du mir den Oberpenner von den Hoovers bringst, kriegst du eine Belohnung von mir. Wie heißt du? Mein Name ist egal. Ey, warum sagst du meinen Namen? Erso heißt der. Das ist der von den La Cosa Nostran. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, ja, du hast doch die Aufnahme gehört. Der hat gesagt, den Oberpenner. Und er hat gesagt, er hat ihn in den Mund gepisst. Zweimal. Aber er sagt auch, einmal war davon unfreiwillig.
Okay, warte kurz. Ich funk durch, alles gut. Ich würde an eurer Stelle mal rüberlaufen. Ich kann euch helfen. Wir haben noch CJ, ne? JC. Wie? JC. JC. Hier ist ein JC, der sagt, der hat uns gerade eine Aufnahme gezeigt. Sprachnachrichtenmäßig. Und einer von den La Cosa Nostra meinte, bringt mit den Oberpenner von Hoovercrips. Der Name von dem, der es gesagt hat, heißt Erso. Ah, der Typ heißt Erso, der das gesagt hat. Ja, ich bin Funk. Ja. Ja. Warte, ich kann. Nein. Aber wenn ihr Angst habt vor denen, kann ich verstehen. Die haben gesagt, die machen euch immer unterdrücken. Was? Die sagen, die unterdrücken euch immer. Die sagen, die unterdrücken uns immer? Ja. Kann ich verstehen. Wie war dein Name? Hallo? JC. JC, würdest du uns kurz zu unserer Hut begleiten? Natürlich. Ja. Okay. Ich fahre. Ja. Mano. Habt ihr Auto, Jungs? Hab eins. Nur mal ein Auto. Hier passen noch zwei rein. Oder? Sag mal ein Ding. Können Sie mir das mal markieren auf dem Navigationssystemsgerät? Ja, fährt ihr mit Google Maps oder mit Navi? Mit Google Maps. Google Maps ist auch ein Navi. Das war eine Fun-Frage. Wie heißt ihr, Leute? Burak. Hallo, Burak. Johannes. Hey, Amo, wir kommen jetzt. Johannes. Miran. Yo, Mann, ich bin Johannes von den Hovers. Ja, Johannes Moser. Was macht er mit dir? Moser? Ja. Wow, das ist nicht besser geworden, Johannes. Nenn dich doch einfach Jay. Verstehst du, wegen Anfangsbuchstabe J? Und dann so Jay. Yo, mein Name ist Jay. Ja, klar. Okay, okay. Und dann machst du statt Moser, Mimose. Entschuldigung. Alles gut? Ja, und bei euch? Ja, normal. Ja, soweit. Wollen wir die La Cosa Nostras auseinandernehmen? Das gucken wir dann. Und das Auto fährt voll langsam, hat das kein Chip-Tuning? Nee. Leider nicht. Wow! Ah, jetzt hat das Chip-Tuning. Sind eure Autos alle so scheiße? Leider ja. Ist nicht schlimm. Kann mir mal jemand was vorsingen? Das Radio geht nicht. Vorsingen? Ja. Johannes, sing mal was vor. Komm, Johannes. Auf gar keinen Fall. Was? Wieso, Mann? Die haben den Befehl gegeben. Ich hab Halsschmerzen. Ja, ich auch. Ich sing was vor, okay? Ja, komm. Ja. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Das sind die Gummibären. Gummibären. Sie sind hier und da und überall. Weiter. Nein. Das keine Angst, ich habe eh schon aufgenommen. Schon. Ja, wo sind die Hut? Auch hier oben, hier oben. Ein Sir. Hier rechts. Guck mal hier rechts. Hey, hier waren die auch von, die haben hier hingepinkelt. Echt? Die haben hier hingepinkelt. Die haben mich hier rausgelassen, die La Cosa Nostra sind hier hingepischert. Stopp! Nein, die haben genau da hingepinkelt. Habt ihr noch ein paar Schuhe dabei oder so? Nee. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech, kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären! Okay, mein ADR ist kick gerade richtig. Sorry. Hallo? Ja? Gibt natürlich sehr schlechte Nachrichten jetzt. Und welche? Wir müssen dich leider woanders kurz hinbringen. Was? Haben sie mich verkauft? Nein, wir haben es nicht verkauft, aber unser OG möchte mit dir woanders reden. Okay, außerhalb, so OC oder was? Nein. Oh, okay. Wir fahren woanders hin, okay? Ich fahr! Kannst du einmal... Nein. Ich fahr doch nicht. Nein. Kannst du dich einmal zur Sicherheit einmal bitte umdrehen? Ist das möglich? Mach mal die Tür auf hinten. Kannst du... Mein Popo juckt. Bitte, ich halte es nicht aus. Nur einmal kratzen. Komm, Johannes, kratz ihn mal gerade. Johannes! Ja! Ja, danke. Kannst du dich einmal bitte hinten hinsetzen? Natürlich. Johannes, komm mit anderem Auto. Ah, warte. Ja, komm ich mit anderem Auto. Wieso bin ich eigentlich gerade gefesselt, wenn ich mal fragen darf? Ey, wohin jetzt? Für unsere Sicherheit. Können wir weiter singen? Komm, sing noch ein Lied. Bin mal gespannt. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech, kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Und jetzt ihr! In den Text nicht. Gummibären. Ach, scheiß auf euch. Ja. Ich dachte, ihr seid richtig krass. Leider nicht so krass. Okay. Johannes, bist du da? Johannes ist im anderen Auto. Oh Mann, Jay. My brother. Das ist Englisch und heißt mein Bruder. Doug. Danke. Hast du noch so andere Sprachen? Ja klar. C19. Das ist Italienisch. Oh. 19?
Muss ich mir merken, mit der Lacuna Nostra da rede. Lacuna Nostra? Was ist die Lacuna Nostra? Ja, was ist das? Sag mal, erzähl mal, erklär mal, was ist das? Was ist denn Lacuna Nostra? Ich nenn die so, Und wen nennst du dich? Der läuft mir so langsam. Das ist Blaze V. Das ist ein Bodyshot-Server. Na, da ist er doch. Boah, Bruder, Loco. OOC zu Ali Fett sagt so. Ich distanziere mich, ich habe damit nichts zu tun. Ich würde dich dann bitten, diese Sprachnachricht gleich nochmal anzumachen, ja? Ich entfessel dich dann. Okay, alles klar. Ich distanziere mich, Bruder. Ich will mit denen keinen Streit haben. Also, Loco, keine Ahnung, wer hinter dir steht, Bruder, aber selber schuld. Ich auf jeden Fall nicht. Müsste gehen. Ich komm nicht. Ja, Wallah, er darf, weil er sein Leben lang Fett war. Bleib im Auto. Okay, alle, ich steig wieder ein. Nee, alles gut, komm mit. Okay, komm mit. Okay, komm mit. Ich finde, das sind voll die hässlichen Opfer. Ich wünschte, ich hätte eine Waffe, ich hätte die alle umgebracht. Die Wichsers, die stinken ja auch nach Scheiße. Den spucke ich als erstes in die Fresse. Vielleicht diesen Mädchen da? Nee. Vielleicht den anderen Opfers? Ja. Hallo, what up? Wer ist du? JC. Und wer ist am Telefon? Amo. Hallo, Amo. Wie geht's dir? Mir geht's gut und wie geht's dir? Ja, anstrengender Tag, aber geht schon. Sag mal, wie bist du hingekommen in Seile? Was passiert? Ich bin zu den Leuten gekommen und die haben mich gefesselt. Und ich bin eigentlich nur gekommen, um was zu überbringen von den Lacosa Nonstran. Lacosa Monster? Ja, so hat der eine von euch die genannt. Hm. Ich habe eine Aufnahme, wie er über euch labert. Über uns? Ja, er hat gesagt, ich soll den Penner einen Kopf holen von den Hofers. Und er hat ein neuer Pario gepinkelt in euren Hut. Ich hab das also gesehen. Womit? Das sind oft Leute, ich meine, unsere Hut, unser Barrio, das ist dreckig, Mann. Aber ja, wie kamst du dazu, dass du mit der Lacosa Monster zu tun hattest? Die haben mich entführt. Ich habe von einem Vollidiot, von zwei Leuten das Auto abgezogen. Dann haben die mich angehalten mit dem Auto, haben mich gefesselt. Naja, ich habe ein paar Schellen verteilt und dann bin ich geflohen. Dann haben die mich wieder gefesselt, mich verprügelt und ich musste deren Kacke essen. Aber am Ende hatten mich freigelassen. Was hast du gesagt? Du musstest was? Ich wurde entfesselt? Ja. Genau. Und dann hast du was gegessen? Deren Kacke? Ja. Na und Mann? Besser als zu sterben, oder? Scheiße, Mann. Das ist echt verrückt, ja. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße. Ich meine, du bist ein kleiner Junge, ja. Also. Was für klein? Ich bin 16,5. Ja, sagen wir klein, großer Junge, ja. Ich meine, mit solchen Kreisen sollst du eigentlich gar nichts zu tun haben, weil im Endeffekt, die Straße verdient halt oft Mütter ihre Kinder, weißt du? Dass deine Mutter dich auch noch verliert. Meine Mutter hat mich schon verloren, sie sucht mich immer. Ja, ich meine das andersweitig, aber es ist später noch erfahren. Na gut, willst du sagen, was die gesagt haben? Dass irgendwie das da irgendwie eine Aufnahme oder so? Kannst du mich entfesseln? Ich zeig sie dir. Ja, so. Hab keine Angst vor mir, what up? Oder hier einer der anderen Jungs. Aber stell dich an die Tür. Du brauchst mich direkt küssen. Okay, what up? Okay, tschüss. Danke. Ja, Moment, hier einmal die Aufnahme. Wenn du mir den Oberpenner von den Hoovers bringst, kriegst du eine Belohnung von mir. Wie heißt du? Mein Name Erso? Ist egal. Ey, warum sagst du mein Name? Also eine davon war Erso und einer anscheinend Nami. Echt verrückt, ja. Kannst du das nochmal abspielen? Ja, natürlich. Dann geh ein bisschen weiter zurück, alles gut. Oh, weil ich nach Scheiße aus dem Mund riech? Ja, du stinkst schon ein bisschen, Mann. Wenn du mir den Oberpenner von den Hoovers bringst, kriegst du eine Belohnung von mir. Wie heißt du? Mein Name Erso? Ist egal. Ey, warum sagst du mein Name? Wer ist denn der Oberpenner von euch überhaupt? Der Oberpenner? Ja. Ja, den nennt man so in den internen Kreisen Sergio Mendes. Was denn Name dir was? Nee, das ist ein Oberwichser. Ja, das glaube ich dir. Haben irgendwie eines Tages angeschwommen. Aber gut, andere Sache. ja, du, die Lacosa Nostra oder Lacosa Monster, wie man die auch nennt, ja. Die Leute sagen mir nichts. Die Familie sagt mir was, ja, ich weiß, wo die leben. Aber im Endeffekt kann jeder sowas aufzeichnen, ja. Jeder kann sowas sagen. Hast du Angst vor denen? Nein. Die haben auf jeden Fall gesagt, dass sie den Oberpenner schon mal im Mund gepinkelt haben, zweimal und einmal war davon unfreiwillig. Glaubst du denn jedes Wort oder was? Ja. Die haben dich Scheiß essen lassen. Ich meine, die haben dir Unrecht angetan. Also eigentlich, ja, kann ich das eigentlich schon erzählen, ja, dass sie immer im Untergrund agieren, ja, und nicht irgendwelche Leute von der Straße nehmen, die entführen und Scheiß essen lassen. Ich bitte dich, was das sind. Aber hör zu, ich habe mich unter denen gemischt. Ich weiß, wie die reden, ich weiß, wie die sind. Ich habe deren Sprache mir angeeignet. Ich kann reden wie die. Ja, dann zeig mal her. C19. Was für ein Ding? Das haben die gesagt. Was haben die gesagt? Ja. Die und 19. Ja, das ist italienische Sprache. Ja, du, also ich hatte auch mal mit denen zu tun und dann kam da Worte wie, ich schätze jetzt meine Simit, keine Ahnung, was das ist, oder irgendwelche Sachen wie Kardesh, ja, Bruder. Kardesh. Kardesh. Okay.
Asker, also ich kenne diese ganzen Wörter nicht, ja, habe ich auch noch nie von Italienern gehört, ja. Lasst sie anpissen, so wie sie euch angepinkelt haben. Du, ich denke mal, es wird alles mit der Zeit kommen, ja, nur jetzt gerade sind wir nicht in der Lage. Hast du Angst? Was? Ich besorge euch Waffen, Mann. Schau, was ich habe. 30 Waffen und dann siehst du, wie die an der Wand stehen werden. Hör zu, wo der Scheiß herkommt mir an, kann ich mehr besorgen. Hm. Was denn so? Sowas? Sowas? Interessant aus. Oh, sowas? warte mal. Ja? Ganz ruhig, ja. Ich meine, die Waffe. Oder was Kleines. Ja. Ich habe einen Bullen ausgeraubt. Ja, das sehe ich, Mann. Aber ich sag dir, wie es ist. Ich denk mal, für die Scheiße, die du essen musstest, ja, für das Angepisse, für die anderen Sachen, diese Erniedrigung. Ich denk mal, du bist einer, du willst das nicht gefallen lassen. Ja. Natürlich nicht, ich geh die auseinandernehmen. Eben abchecken, wer das vor der Tür ist. Aber eine ehrliche Frage, wenn die Zeit reif ist, würdest du die auseinandernehmen? Oh, wenn es soweit ist, dann schon, aber jetzt gerade sind wir nicht in der Lage dazu. Ja, wir sind also sagst du, du nimmst sie auseinander, diese Penderos? Wenn wir die Waffen, wenn wir den Bestand haben, auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Die Sache ist halt, wir sind gerade vor 2 Tagen hergekommen mit dem Sergio Mendes. Ja, ich bin auch nicht so oft da. Aber die Jungs sind gut da, ja. Kann ich mal diesen Sergio Mendes kennenlernen? Den Sergio Mendes? Ja. Warte, gerade nicht da, ja. Hast du vielleicht ein Handy für mich? Ein Handy? Ja. Ja, Johannes, gib dir dein Handy. Mann, Johannes ist ja echt ein Opfer bei euch. Nein. Er ist ein guter Junge, warum redest du so über den? Naja, alles, wer was machen muss, so war die ganze Zeit. Johannes hier, Johannes da, Johannes mach mal, Johannes leg mal die Spucke auf, Johannes trink mal die Pisse. Du hast bekommen. Danke, Johannes. Johannes ist einer, dem vertraut, das Handy dabei hat. Ich meine, meine anderen Homies, die sind oft stoned, ja, die rauchen viel Weed. Ich habe kein Handy. Dass ein oder andere sein Handy verloren hat. Hey, Johannes, du hast mir nicht mal dein Handy gegeben. Warte, ich geb's dir. Okay. Gut, wenn wir mal zurück zu den Waffen kommen, die du da dabei hast, ja. Ja. Oder kommen wir mal zu Elzian zurück. Willst du es denn überhaupt heimzahlen, ja? Willst du die an der Wand stehen sehen? Ja. Ey, ganz ruhig. Hör zu. Ich muss einmal drücken und wir alle sind tot. Bewegt euch nicht. Wer sich bewegt, der ist tot. Ich sag's euch nur. Alles klar. Gib mir dein scheiß Handy und alles ist gut. Dafür muss ich mich aber ein kleines Stückchen bewegen, ja? Ja, aber ganz vorsichtig. Ganz ruhig. Ey, hör mal zu. Chill mal ganz kurz, ja? Ich zähl bis 3, dann knall ich uns alle um. Alles klar, komm mit. Stehen. Chill, ja. Ich will Johannes haben. Johannes soll zu mir. Johannes, geh dahin. Ja, komm, Johannes. Komm näher. Folgt der kleine Mann. Komm her, Jojo. Bisschen näher. Na komm. Sehr gut. Jetzt bleibst du hier stehen. Johannes gehört ab jetzt mir. Ja, glaube ich ja weniger. Ich leihe ihn nur aus für ein paar Stunden. Nein. Minuten? Was willst du überhaupt von ihm? Okay, gib mir nur ein Handy. Streicheln. Du wirst kein Handy bekommen, solange wir hier nicht fertig sind. Gut. Dann sind wir jetzt alle tot. Nein, tschüss, nein, liebe warte, Welt. Warte. Wir haben uns geliebt. Ich habe kein Handy. Omi, warte. Eine Sekunde. Wenn diese Vollidioten wüssten, dass es gar kein echtes Sprengstoff ist. Beeilt euch, ich will ein Handy. Auf, sonst spreng ich uns alle hier in die Luft. Nicht. Warte ganz kurz, Mann, Homie. Chill. Okay, what up? Du wolltest uns Waffen geben und jetzt wolltest du uns töten. Ich will euch nicht töten. Ich will euch umbringen. Was ist denn los mit dir? Hast du zu viel geraucht, zu viel Crack, Schore, irgendwas? Johannes, bist du auf meiner Seite? Die hören mich nicht. Johannes, komm zurück. Ja. Geh wieder zu den anderen. Also, was ist Sache jetzt? Ich brauche ein Handy. Ja, und was ist mit den Waffen? Gib mir 3 Waffen, du kriegst ein Handy. Okay. Warte, ey. Alles gut. Ey. Ganz ruhig. Alles gut, nicht bewegen. Wenn wir sterben, dann stehen wir beide zusammen, das weißt wir du, ne? Wir sterben hier alle, die hier im Raum sind, auch Johannes. Aber Johannes ist euch ja eh egal. Wir können das auch klären, ohne alle zu sterben, ja? Sag mir nur, was du willst. Ein Handy! Sag dir, was ich will. Ja, du kriegst ein Handy. Dann los. Du hast mir eben noch eine Handvoll Waffen angeboten, um gegen Elzian was zu machen. Ich meine, wir können doch einen Deal aushandeln, oder? Okay, und wie ist der? Ich bringe alle um von La Cosa Nostra? Ja, das... Wenn ich alle umbringe von La Cosa Nostra, kriege ich dann ein Handy? Ja. Und du kriegst, guck mal, kriegst dir schon mal ein Handy, ja? Also du kannst die vergraben und drauf scheißen, ja? Und kriegst sogar 10 Handys. Oh yeah, man. Danke dir, what up? Er ist Amo Gotti. Wie? Amo Gotti. Nee, sorry, du hast dich mit what up vorgestellt. Ja, dann nehme ich einfach what up. Aber wie willst du das machen als Ein-Mann-Armee? Gegen eine ganze große Familie? Ich meine, bin ich gerade weniger, ne? Ich bin schlau. Ich sehe vielleicht nicht so aus. Meine Stimme hört sich nicht so an. Ich bin auch nicht besonders schlau, aber ich bin schlau. Mhm. Was glaube ich dir? Was, 5 mal 7? 16. Das war eine Fun-Frage. Es gibt diese Aufgabe gar nicht. Okay, aber kommen wir mal zu den Waffen zurück. Ich meine, kannst du was besorgen? Oder kann ich, ja. Ich schicke euch einen Standort, da wird ein Transporter warten mit 30 Waffen. Mhm. Aber 30 von denen hier. Kommen wir zurück zur Sache. Du hast gesagt, Transporter mit 30 Waffen? Ja, ich brauche aber ein Handy von dir jetzt. Ja, das kriegst du dann im Tauschgeschäft. Okay. Sag mir wann und wo. Ich gebe dir jetzt eine Uhrzeit. Und wenn du nicht kommst, hast du selber Schuld. Bei 70,85. Ja, um 18:30 Uhr. Oh, wo was? 70,35. Was soll das sein? Habe ich irgendwie Bezahlen im Kopf oder was? Das ist ein Postleitzahl. Ja, sehe ich so aus wie ein Postmann oder was? Staatsbank. Komm, so einfach zu mir in die Hood kommen. Lieber nicht. Das ist so gefährlich. Am Ende zieht ihr mich ab. 18:30 Uhr an der Staatsbank. Nein, wie ziehe ich dich ab? Komm in meine Hood. Okay. Ein Mann, ein Wort. Ein Mann, ein Wort.
Alles klar. Wie hieß du? CJ? MJ? JC. Ja. Ich nehme aber als Pfand Julius mit. Wen? Julian. Ich hatte das auch ziemlich oft, wa? Der heißt, glaube ich, wie hieß er noch? Julieta? Maximilian. Johannes! Ich brauche nämlich jemanden, der mir die Waffen trägt. Johannes, kommst du mit? Er wird nicht mitkommen. Okay, ich brauche niemanden, Mann. 18.30 Uhr in euer Hut. 18.30 Uhr in unsere Hut. Ich auch hoffe. Oh, okay, what up? Komm, lass abbauen. Scheiße, ich dachte, ich habe die... In die Base wandern. Ey, ich steig aus. Oh ja, Entschuldigung. Ey. Entschuldigung. Nice. Sorry. Ey, ey. Digga, der hat mich fast gefickt, Mann. Was sag ich dir? Er ist komplett in mich reingefahren, Bruder. Ich stehe vor der Tür, er fährt komplett in mich rein. Ich werde mich gerne vorstellen. Okay, ja, mal warte. Nein, die mir Scheiße fressen haben lassen. Ups, ey. Wer hat mich da gerade überfahren? Abgeknallt. Wen haben Sie? Wer war das gerade? Ich. Ja, gut. Okay, geht noch weg, Jungs. Ja, dann bist du gefickt. Ja, alles gut. Oh nee, Digga. Nein, du lässt mich jetzt nicht da drauf sitzen. Ja, alles gut. So. Ich sag ehrlich, ich hab gedacht, du bist einer von den Trollern. Oh, aber du weißt schon, dass ich ein Supporter bin. Nimm mal das Handy weg. Ja, ich hab nur Funk verlassen, alles gut. Gut. Weißt du, welcher Supporter ich bin? Weißt du, welcher Supporter ich bin? Und wer bist du denn? Shanks. Ja, Abu Goku, hau ab, Morok, ja. Pass drauf. Da, wieso verarschst du mich, Bruder? Du Gammelspieler. Ja, Morok, was soll ich machen, wenn... Egal. Hallo, wir sind hier OC, du brauchst nicht mit IC-Akzent zu reden. Ja, Bruder, ich hab gedacht, ich werd getrollt, Mann. Diese irgendwelche Troller und fahren mich komplett rein, Digga. Deswegen hab ich es gemacht. Ja, sorry, man. Stimmt, das ist nicht schlimm. Mal gut aussehen. Warte, tut mir leid. Nein, Quatsch. Aber willst du mich jetzt loslassen oder soll ich auf deinem Schoß sitzen bleiben? Ich hab ja, was für euch, ich war bei den Hovers. Komm runter. Ach, das ist der schon wieder. Kann mich jemand fangen? Komm. Ich fang dich. Okay, fang mich auf. Warte, mal springen. Oh, jetzt hab ich dich gefangen. Ich war bei den Hovers, so wie es mir befohlen wurde. Und jetzt habe ich hier was. Hört mir zu, ich habe was von meiner Handyaufnahme. Hey, stopp, ja, okay, stopp, du hast was von deiner Handyaufnahme, sehr schön. Okay, hör zu. Freut mich, mein Bruder Herz. Moment. Aber eine ehrliche Frage, wenn die Zeit reif ist, würdest du dich auseinandernehmen? Ne? Die Zeit ist reif. Aber jetzt gerade sind wir nicht in Lage dazu. Ja, wir sind also sagst du, du nimmst sie auseinander, diese Penderos? Das ist Amogotti, oder nicht? Warte, das ist noch nichts, hör zu gleich. Jetzt hör zu. Wenn ich alle umbringe von La Cosa Nostra, kriege ich dann ein Handy? Ja. Und du kriegst jetzt schon ein Handy, ja? Also du kannst die vergraben und drauf scheißen, ja? Und du kriegst sogar 10 Handys. Oh yeah, man. Danke dir, Water. Er meint euch. Er hat gesagt, ich soll euch anscheißen. Und für jedes Mal, wenn ich euch an... Was? Ich habe eine Frage direkt an dich. Wo hast du mit den Hovern geredet? Weil seit Tagen kann ich dich erreichen, wenn ich einen Amogotti schreibe. Ich habe sowieso noch ein bisschen was mit denen zu klären. Packt er seinen Flugmodus rein und sagt, er hat keine Zeit. Und in seiner Haut finde ich ihn auch nicht. Also sag mir mal bitte, wo du den... Warte mal, was? Wo du zu mir hat er gesagt, ihr versteckt euch vor ihm. Ach so, Bruder, ich bin hier zu Hause. Er kann gerne vorbeikommen. So bist du der Don von der Bande hier? Das ist richtig. Wir hatten vorhin schon... Wie war dein Name nochmal? Don Messoprano. Ah, Mesut. Guck mal, das war so... Genau, Mesut. Mesut in die Schrein. Ja, okay. Also, soweit ich weiß, haben die Hovers euch komplett kaputt gemacht. Das hat er mir gesagt. Ich weiß nicht, was stimmt. Er hat gesagt, ich soll euch ankacken. Ich habe gesagt, nein, sie, 19, die sind meine Freunde. Hä? Warum? Hä? Hast du ihn auseinandergenommen? Das ist crazy. Was sagt ihr? Wollen wir die einfach flachlegen? Hast du nicht vorhin noch, also ich stelle jetzt die ehrliche Frage, hast du nicht vorhin noch so ein bisschen gewinselt, du willst zu den Hovern? Ja, ich bin doch drin. Du hast da ein paar Leute bei euch drin, warum verratest du jetzt deine Leute? Das sind nicht meine Leute, das sind voll die Opfers. Natürlich, das sind voll die richtigen Opfers, die haben gesagt, ich soll euch alle ankacken und ich habe gesagt, nein. Ey, baut Kolonne auf, Jungs. Ich ganz ehrlich, mach die Kolonne schon mal bereit. Caller nach vorne, Zweierbesetzung, los geht's. Weißt du, was als der Letzte mir der mir was befohlen hat, beziehungsweise meinen Jungs befohlen hat, das war tatsächlich ein Hoover, den muss ich danach beerdigen. Lass machen, ich helf dir. Kann ich mich auch so ansehen wie ihr? Schon geschehen. Ja, oh, du danke. Kannst dich...
Was soll ich dir sagen, ja? Andrew, kannst du eigentlich Schuhe. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann, ja. Du spielst so ein bisschen die linke, rechte Ratte, kommst zu mir, versuchst damit zu Hoover zu reden. Ich weiß nicht, was du zu denen gesagt hast. Ich weiß nicht, was du mit denen gemacht hast. Jetzt. Ich kann. Wie kann man mir nicht vertrauen? Verdammte Scheiße, du hast vorhin mein Auto geklaut, hast mich als Motherfucker beleidigt, hast meine Leute bedroht, meintest du, die jagst uns jetzt mit einer verfickten Granate und C4? Also weiß ich jetzt nicht. Wie soll ich dir nicht vertrauen? Sag mal. Hm? Okay, du hast recht. Ich habe aber versucht, mich zu ändern, weil, ich sag dir warum, die Hoovers sind richtige Opfer. Wir haben über euch alle gelabert, die meinten, ja, da ist so eine richtig hässliche bei denen. Ich glaube, er meint dich, von der Beschreibung her passt. Und dann so, ich so, hey, die ist nett. Halt deine Fresse, habe ich gesagt zu ihnen. Und dann hat er gesagt, ja, Mann, die und so und so und so weiter, weißt du. Das ist crazy, ja. Was soll ich dir da sagen? Ja, wie, schau mal, ich nehme die Info gerne an. Ich danke dir da auch jeden Fall dafür, aber trotzdem habe ich jetzt immer noch die eine Frage, und zwar, wo zur Hölle... Das geht nicht. ...kannst du die auffinden? Ich soll um 18.30 Uhr zu denen, zu deren Hut, die denken, ich bringe ihnen 30 Waffen. Diese Opfer. 18.30 Uhr in der Hut? Ja. Perfekt. Wer hat das gesagt? Der Oberpenner von denen? Der WhatsApp heißt er. Also ja, er hat sich auf jeden Fall bei mir mit WhatsApp vorgestellt. Das war der, der geredet hat. Hast auch meine Nachricht überteilt an den? Ja, und dann hat er das gesagt. Hör zu. Wenn ich alle umbringe von La Cosa Nostra, kriege ich dann ein Handy? Ja. Du kriegst, guck mal, du kriegst jetzt schon ein Handy, ja? Also du kannst die vergraben und drauf scheißen, ja? Und du kriegst sogar 10 Handys. Oh yeah, man. Danke dir, WhatsApp. Sorry. Dankeschön. Troublemaker, dankeschön. Es ist natürlich safe, das machen, aber ich glaube, man kann es nicht machen. Siehst du meine Tasche hier? Das ist crazy. Siehst du ja, gell? Ich will das Gleiche sagen, dass es nicht geht. Wenn ich will, ich pack alle Huas hier rein. Die sind nicht mal dein linkes Ei wert. Ich verstehe dich. Mein linkes Ei auf den ihr Kopf. Wie heißt du? Noch immer, Erso. Ah, ja. Er gibt meine runter, einer. Ja, also, wie gesagt, ich rede vorhin mit ihm so. Und dann er so, jo, was geht? Und ich so, ja, was nix? Und dann er so, ja, diesem Scheiße. Und ich so, okay. Und dann er so, ja, weißt du? Okay, crazy. Was war nochmal dein Name? JC. JC? JC. JC. Gut, JC. Dann komm mal kurz mit, die Leadership einmal mit. Okay. Hey, die anderen dranbleiben, ja? Bleib so lange da. Danke, JC, ja. Hätten die nicht verstanden. Was, Daisy? Chelsea, glaube ich. Was hast du gerade gesagt, Dumme? Chelsea. Achso, ich hab. Scheiße, wieso kann ich kein Copy-Outfit machen? Du sollst ein bisschen rennen. Okay. Ich glaube nicht die ganze Tagzeit. Aber dann. Warte, bleib stehen, du musst halt Schuhe ausziehen. Mach mal Ordnung, Frau. Das ist ein heiliger Rasen. Aber ja, und weißt du was? Nein, keiner war. Chelsea, ich rede da nicht lange rüber. Schuhe aus. Okay, ich mach das, aber dieser eine da gesagt, okay. Dieser Amogotti hat gesagt, sein Hund hat hier drauf gekackt. Nein, das stimmt nicht. Sein Hund, gesagt. Nicht mal sein Hund traut sich hier drauf zu kommen, verstehst du? Also ich weiß nicht, dass er hier war. Casey! Ja? Ja, Schuhe aus. Oh, sorry. Mein Gott, Alter. Er chillt einfach irgendwo hinten in der Türkei, Bruder. Entschuldigung. Also, Casey, ganz kurze Information. Ne? Du musst mir kurz ein, zwei Fragen beantworten. Ganz einfach. Okay. Ja, gut. Du bist ein toller Superhero. Soll ich dir noch ein Cape bringen? Nein, danke. Okay, gut. Und zwar die allererste Frage, die hast du mir immer noch nicht beantwortet. Wo habt ihr euch getroffen? Wo habt ihr geredet? Also, soll ich davon Anfang erzählen? Nein, nur wo ihr wart. Nur die Location brauche ich. Okay, also er so hat mich einfach da abgesetzt und hat gesagt, geradeaus runter und da ist schon die, da sind sie schon. Ich bin geradeaus runtergegangen und dann waren die schon da. Das war die Hut, das ist richtig. Aber wo hast du mit denen geredet? Die haben mich bis zum Flughafen gefahren. In so einem Hangar. Ja, richtig. Flughafen in einem Hangar, dankeschön. Und du sollst den bis 18.30 Uhr 30 Langwaffen bringen, ist das richtig? Ja, 30 Stück. Und die 30 Langwaffen weiß ich ja selber, hast du nicht. Mhm. Ist auch korrekt, ne? Natürlich habe ich die nicht, ich habe die verarscht. Du bist, okay, du hast die 30 Langwaffen also? Natürlich nicht. Ja, da bist du ja doppelt gefickt, Mann. Nein, bin ich nicht. Ich tauche jetzt mit meinen C-Hermanos auf. Ist das so? C-Hermanos? Entschuldigung, mit meinen C-19s. Diese C-19 will ich nie wieder in meinem ganzen Leben, egal von wem, will ich nie wieder hören, okay? Okay, dann nur C? Gut, C ist in Ordnung. Und Fratello kannst du auch noch sagen. Okay, Fratello, Stupido. Warum musst du aber jedes Mal beleidigen? Sag mal. Ich hab nicht beleidigt. Was ist denn Stupido? Was heißt denn Stupido? Ich weiß nicht. Vorhin hat jemand gesagt, ruft unseren Don den Stupido an. Mhm. Natürlich, gut. Egal, ich habe jetzt auch keine Zeit. Du siehst ja selber, meine Jungs machen schon die Fahrzeuge ready, die Kolonne steht schon. Das stimmt, die sind wirklich sehr schnell. Ja, das stimmt. Sag ihnen aber Zweierbesetzung. Gut, ich weiß nicht, wo du herkommst, aber wir sind hier nicht... Mein Bruder, alles gut, das Ding ist ab heute neue Main-Corner. Der Kopf macht dir nicht so viel Schaden, ja. Er soll nicht so tief hauen. Wie bitte? Natürlich, ich sag's dir.
Was, ich helfe dir da lieben gerne aus dieser Situation raus, ne? Und ich danke dir auch für diese Information. Aber ich kann mir gut, ziemlich gut vorstellen, dass du gerade bei den Hoover warst, uns ordentlich ans Messer geliefert hast, beziehungsweise uns den Messer in den Rücken gerammt hast bei den Hoovers, denen irgendwas erzählt. Nein, hast hab ich wahrscheinlich. Nicht. Und darum bist du jetzt hier bei uns und versuchst uns. Weiter? Der ist aber kein guter Don, wenn er immer weggeht. Wollen wir einfach eine Familie aufmachen, Maria? Aber kannst du mir bitte erklären, wer diese Maria ist, bitte? Ja, ich erzähl's dir. Ich meine das ernst. Ey, hör mich zu fragen. Ich leg dich nur hier hin. Oh, warte mal, er ist gerade nicht da. Ey, Schuhe. Okay, Entschuldigung. Oh, ja, ich wusste nicht, dass ihr auch so drauf seid. Ich hatte Stimmenprobleme, ja. Entschuldigung. So, warte, mal, kurz, warte. Ja. Er wollte mir gerade erklären, wer Maria ist. Maria? Wer ist Maria? Maria ist. Er nennt mich die ganze Zeit Maria. Die krasseste Maria? In der ganzen Welt von den Damen. Okay. Also du kannst dich kann glücklich schätzen, dass du dich anhörst wie sie. Ist sie hier? Ich würde sie gerne kennenlernen. Wenn ich mich so anhöre wie sie. Ja, vielleicht kommen sie mal mit hier besuchen. Das wäre cool, aber ich bin Victoria, ich bin nicht Maria. Vertrau mir, wenn du sie hörst, du wirst sagen, du bist sie und sie ist du. Okay, stark. Und wer ist er? Keine Ahnung. Gut. Nochmal zurück zum Thema, es tut mir leid, ja, meine Stimmbänder. Ich hatte gerade ein paar. Ich muss den Husten umnehmen. Ja, auf dich zu rechtfertigen, sei ruhig. Oh, gut, alles klar. Darf ich reden? Natürlich. Gut, dankeschön. Habt ihr eigentlich Tafelrunden? Kannst du deine Fresse halten, wenn ich rede? Ich halte meine Fresse ganz doll. Dankeschön. Wolltest du Hoover ans Messer liefern? So hast du wahrscheinlich auch uns ans Messer geliefert bei den Hoover Crips. Darum verrate mir nur eine Sache. Wie soll ich dir jetzt vertrauen? Ja, gut, du brauchst die Hilfe. 18:30 Uhr sollten wir in der Hut sein. Du musst 30 Waffen liefern. Diese 30 Waffen hast du nicht. Das heißt, du wirst doppelt in den Arsch gefickt. Sollten wir dir nicht helfen. Von dem her, erklär mir einen guten Grund, warum ich dir jetzt helfen soll. Darf ich reden? Ja, natürlich. Was ist das? Okay, schau mal. Kannst du den Finger heben, wenn du redest? Ja, klar. Gut. Bin ich drangenommen? Ja, du bist dran. Okay, hör zu. Ganz einfache Geschichte. Die Hoovers unterschätzen mich. Ich bin zwar hässlich, hab Scheiße gegessen, aber ich bin nicht dumm. Ich weiß nur nicht viel. Wo hilft uns das weiter? Ich bin ja noch nicht fertig. Okay. Ich sag euch eine Sache. Die einzigen, die Orange tragen sollten, sind immer noch die Müllmänner. Meiner Meinung nach. Das sind Müllmänner. Ja, sind mit mir umgesprungen, als ob ich kein Opfer wäre. Die wollten mich. Oh nein. Die wollten mich schlagen. Die haben mich angespuckt. Nein. Sie haben mich gefesselt. Und dieser Johannes von denen, der hat mich die ganze Zeit angetatscht. Ich habe immer gesagt, nein, hör auf. Aber mach weiter. Ist jetzt nein, Johannes. Hör auf. Okay, noch ein bisschen da weiter da. Johannes, das ist anscheinend deren Hilfsbursche, der macht denn alles für die. So ein kleiner Balljunge. Ja, richtig. Ich schwor auf Johannes, seine Mutter, ich bin mit euch. Du bist doch. Aber ich hab's dir vorhin schon gesagt, Jesse. Warum müssen wir hier Mütter mit reinziehen? Ich habe meine Mutter noch nie in mein Leben gezogen, ja, was meinst deine du? Deine nicht, aber du nimmst andere mit rein. Wie meinst du das? Ja, du hast gerade auf Johannes deine Mutter geschworen, dass du uns nicht. Ja, aber das ist doch meine Ex, ich kenne sie doch schon lange. Ach so, ja. Ja, natürlich. Wie du willst. Das ist Gertrude, ich habe sie im Aslak-Café getroffen. Gertrude im Aslak-Café. Sie hat mich mal angesprochen. Sie raucht 3 Schachteln am Tag, Kippen, gestopfte. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht gesund auf jeden Fall. Muss man nee, die Hülsen sind von Posten. Das sind diese Billig-Billig-Hülsen. Du bist schon, ja, danke schön. Ja gut, wisst ihr was? Ich vertraue dir jetzt einfach mal ein bisschen sympathischer Kerl, ja, solltest du mich irgendwie versuchen zu ficken, ficke ich dich doppelt zurück, ja, merkt ihr das? Ich werde dich durch die ganze Stadt jagen, das ist schon mal Punkt 1, genauso wie ich Hoover durch die ganze Stadt gejagt habe und die sich jetzt irgendwelchen Kanallöcher verstecken, diese kleinen Ratters, also... So, sorry, war nicht da, was sagst du? Er soll sich verpissen. Wer? Du. Was war, warum? Ich dachte, wir sind jetzt eine Hand! Verdammt, ich glaube, du redest zu viel dazwischen. Nimmst du mich nicht ernst? Natürlich nehme ich dich ernst, wir stehen hier okay, barfuß auf dem Rasen. Wie auf einem heiligen Rasen, verdammte Scheiße. Okay, kann ich mir den mal genauer angucken? Heilig. Nein. Ich will doch mal gucken. Ja, ja, ja. Okay, doch, wenn man so sieht, der ist wirklich sehr gepflegt, muss ich schon sagen. Natürlich. Natürlich. Oh, sind nicht nur Müllmänner, sondern auch Rasenmäher. Wenn du mir jetzt auf meinen Rasen kackst. Nein, ich habe gerochen. Wieso soll ich hier kacken? Ja, ja. Na, ich weiß ja spinnst nicht. Spinnst du? Die Stellung kenne ich von Hoover, wenn die anfangen zu scheißen. Ja, das stimmt wirklich, Mann. Das sind voll die Abfälle. Mhm. Lass uns die auseinandernehmen, bitte. Ich bin dabei. Gut, du bleibst in meinem Auto, ja? Oder im Callout. Okay, du setzt dich bei Maria die ganze Zeit rein. Sieg denn bitte, Motto. Wie heißt es richtig? Schau mal. Victor. Ria. Nein. Ria. Jetzt ganz. Victoria. Danke. Secret. Alles gut. Kann ich dich wegnehmen? Ich will von dir keine Waffen für diese Hilfe haben. Ich will kein Geld von dir haben. Ich will nichts von dir haben. Das Einzige, was ich von dir will... Einzige? ...ist, dass du den... Halt deinem... Ich kann nicht mit ihm. Nein, ich hab das Verlangen, um in die Fresse zu kacken.
Das einzige, was ich von dir will, ist, dass du der La Cosa Nostra der nötigen Respekt zeigst und nichts mehr. Okay. Der respektlosen Sachen der La Cosa Nostra gegenüber trägst, ja? Hast ich bin dabei. Ich ihm lieber die Nase machen. Dann soll er sich einmal umziehen. Du bleibst bei Orhan im Auto. Hör, sollte ich hören. Orhan ist unser Caller. Ja, sollte ich irgendwie hören, dass du ihn abfuckst während der Autofahrt, knallt er dich raus. Ganz ich werde nichts mit Orhan machen. Ich höre genau zu, was er sagt. Ich habe ein Ohr für ihn. Gut. Also wegen Orhan, verstehst du? Wegen Orhan. Aber er muss auch. Oh, komm, reich doch mal. Ich hab's verstanden. Kannst du mit ins Auto weg? Ich bin nicht in Orhans Auto. Darfst du überhaupt mitschießen? Komm mal kurz mit mir mit. Okay. Rennen aber. Komm. Ja, ich schieße mit dir. Okay. Ich sag dir ehrlich. Kannst du überhaupt eine Waffe halten? Natürlich, schau mal. Also nur Front, zeig mal. Oh, echt? Scheiße, sein Rasen! Oh mein Gott. Er hat Granaten. Nein, das war ich nicht! Du kannst deine Schuhe anziehen übrigens. Okay. Oh Mann, ey, komm sein Rasen. Schnell. Was war das? Granaten das waren die Hoovers! Die haben meinen Rasen gesprengt! Komm jetzt, wir haben keine Zeit. Komm, rennen! Mr. Bitcoin hier. Ich hab gehört, du hast Lust auf was Süßes, während du dir die Mierda-Folgen anguckst. KingCans.de, Süßigkeiten aus aller Welt. Schlag jetzt zu und erhalte 10% mit dem Code MIERDA10.